Tag, meine Damen und Herren. Etliches ist an dieser Stelle veröffentlicht worden, was auf den derzeitigen Niedergang Deutschlands hinweist. Ellenlang ist inzwischen die Liste der angeblichen Vergehen, die in nicht mehr allzu ferner Zeit zwangsläufig zum Ende werden führen müssen. An allererster Stelle steht natürlich das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte. Dies wird auch bis zum Ende so bleiben. Finis Germania. Doch durch die sich jetzt auch aktuell häufende Schuld, die immer noch obendrauf gekippt wird, hängt das Bild des einstigen Paradieses der legendären Dichter, Denker, Vorzeigeingenieuren und Wissenschaftler zunehmend schiefer. Ob es um die kriminellen Machenschaften der Deutschen Bank geht oder um die kriminellen Machenschaften der weltberühmten Autohersteller VW und Daimler, BMW, Audi, auf die tödlichen Dieselmotoren, die weltweit Menschenleben töten, wie es ausländische Hauptmedien regelmäßig berichten. Ob um das Versagen deutscher Bau- und Ingenieurskunst am BER-Flughafen der deutschen Regierungshauptstadt Berlin, welcher wohl nie eröffnet werden wird. Ob auch um den mysteriösen Absturz der Germanwings-Maschine 2015 durch einen angeblich depressiven deutschen Piloten. Deutschland hat fix und fertig. Im Ausland beschwört man jetzt vor allem den Zerfall der EU, fälschlicherweise spricht man in diesem Zusammenhang meist von Europa, welcher vornehmlich durch die Schuld der herrschsüchtigen deutschen Bundeskanzlerin unmittelbar bevorstehe, die durch die bedingungslose Grenzöffnung für Millionen Migranten aus aller Welt den Kollaps einleitete. Und so weiter und so weiter. Chemnitz kommt dazu. Jetzt ist ja auch Dresden plötzlich zur Nazi-Stadt erkoren worden, was auch in den ausländischen Medien in der ganzen Welt berichtet wird. Deutschland ist also wieder Nazi. Ich möchte heute an ein aus meiner Sicht entscheidendes Buch, Büchlein, erinnern, das uns gerade heute noch verständlicher wirken wird als in seinem Erscheinungsjahr. Im Februar 2017 erschien das damals heiß diskutierte Buch Finis Germania von Rolf-Peter Sieferle. Der Historiker schildert die bevorstehende Austilgung Deutschlands als geradezu notwendige Konsequenz durch die vor Jahrzehnten zurückliegenden, tiefgreifenden Ereignisse. Der Autor hätte sich vor allem mehr Gnade für Deutschland gewünscht. Doch in modernen Zeiten von We love Volkstod und Deutschland, du mieses Stück Scheiße, stehen derartige Forderungen nach Milde und Barmherzigkeit schon lange nicht mehr auf dem Programm. Der Autor Rolf-Peter Sieferle, der sich im September 2016, also wenige Monate vor der Veröffentlichung seines brisanten Buches, das Leben nahm, mag vielleicht geahnt haben, dass seine hier verfassten Gedanken ihn aus jedem gesellschaftlich relevanten Rahmen herauskatapultieren würden. So lässt er sein Vermächtnis jetzt eben wirken, ohne die rufmordenden und ehrverletzenden Diffamierungen bei lebendigem Leib noch ertragen zu müssen. Die Beobachtungen Sieferles zum Untergang Deutschlands sind klar und einleuchtend. Wer ohne Scheuklappen sich zu lesen traut, was da steht, am besten abends heimlich im Kerzenschein, der mag mit Schweißperlen auf der Stirn seine Herzrhythmusstörungen zu besänftigen suchen. Lange dauert es mit uns tatsächlich nicht mehr. Sieferle spricht von der deutschen Schuld, die niemals vergeben und vergessen wird. Was bedeutet aber Schuld, fragt er. Wörtlich handelt es sich um eine Verursachung, dann aber auch um eine Verunreinigung, eine Befleckung des Rechts, die durch reinigende Rituale beseitigt oder zumindest gemildert werden kann. Der Autor stellt fest, der Verbrecher hat die Rechtsgemeinschaft beschmutzt. Die Strafe dient daher ihrer Säuberung. Weiter heißt es,
Bei einer sehr großen Beschmutzung hilft nur die restlose Austilgung des Verbrechers, welcher den Elementen zurückgegeben wird. Dem Feuer, das ihn verbrennt, dem Wasser, das ihn ersäuft, der Luft, in die man ihn hängt, und der Erde, die ihn schließlich deckt. Das Ende vom Lied? Es bedeutet Unbehagen, dieselbe Welt zu bewohnen, in der auch der Verbrecher lebt. Er muss daher verschwinden, damit die Menschheit vom Anblick seiner Verworfenheit befreit werde. Seine schiere Existenz ist unerträglich. Der Historiker konstatiert gleichzeitig, dass die Deutschen wohl die einzige Gesellschaft seien, die an dem Untergang zustimmend selbst mitarbeiteten. Ein absolutes Phänomen. Sieferle stellt einen Vergleich mit Adam aus dem Alten Testament auf, von dessen Erbsünde, jener Schuld, die das gesamte aus ihm entspringende Menschengeschlecht verdarb. Zugleich sei diese aber von der Gnade Gottes wieder aufgefangen worden. Wörtlich, der Mensch stürzte nicht in den bodenlosen Abgrund der Verworfenheit, sondern gerade in der Größe seiner Schuld zeigte sich die Größe der Gnade, die ihn hielt. Schuld, Buße, Gnade und Liebe seien daher untrennbar verbunden. Sie bildeten wörtlich ein unstörbares Gleichgewicht innerhalb der Heilsökonomie Gottes. Aber für die Deutschen gibt es keine Vergebung. Der Fall scheint der schwerwiegendste der ganzen Weltgeschichte zu sein. Sieferle wörtlich, das Dogma ist einfach und eingängig. Die Urväter, die Nazis, haben die schwerste und singulärste Schuld auf sich geladen und sich, wie auch ihre Nachkommen, damit aus dem Paradies der Geschichtsnormalität ausgeschlossen. Damit ist das Volk der Nazis zum negativ auserwählten Volk geworden. Es sei die Größe der Schuld seiner Erzväter, die es für immer aus dem normalen Gang der Geschichte herausgehoben habe. Tja, selten wird eine innewohnende, schon fast ein Leben lang währende, ungute Empfindung, genährt durch Schulunterricht, Bildung, Fernsehprogramme, derartig bestätigt, wie die unheilvollen Zukunftsvisionen Rolf-Peter Siefeles in Finis Germania. Ich muss gerade an die zahllosen Vergehen gegen gequälte, beraubte, vergewaltigte, gemesserte, teilweise schwer verletzte und getötete Mitbürger in der jüngeren Zeit denken, über deren Leid so wenig in unseren Mainstream-Medien zu erfahren ist. Keine Gnade. Ich nehme Maulkörbe und Denkverbote wahr, neue Gesetze, die eine freie Meinungsäußerung zum Straftatbestand umwandeln. Sehe unbewegliche, starre Gesichter, sobald jemand seine wachsenden Sorgen laut äußert. Ich lese aktuelle Meldungen, dass die Besitzer deutscher VW-Dieselfahrzeuge jetzt die gebührenpflichtige Stilllegung ihres todbringenden Fahrzeugs riskieren. Rolf-Peter Sieferle wollte auch noch als herabstürzender Ikarus die Augen offen halten. Tun wir es auch. Guten Tag.